Der Fall, über den ich jetzt sprechen möchte, betrifft einen mittlerweile, glaube ich, 40-jährigen Mann, der seit 16 Jahren unschuldig in Bayreuth im Gefängnis sitzt, wegen eines angeblichen Mordes und eines Totschlages, den er begangen haben soll. Der Mann stammt aus einer Bamberger Familie. Sein Vater war der Leiter eines Amtes der Stadt Bamberg gewesen. Er selber ist unter ganz merkwürdigen Umständen in diese Rolle gedrängt worden, dass er als angeblicher Mörder von zwei Verbrechen, die im Drogenmilieu in Bamberg stattgefunden haben, verurteilt worden ist. Wenn ich den Fall schildere, muss ich beim ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Bamberg beginnen, ein Herr Paul Röhner. Er war von 1975 bis zum 11. Mai 1982 Bundestagsabgeordneter der CSU für den Wahlkreis Bamberg und war auch parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion gewesen. Er ist dann nach Bamberg zurückgekehrt und wurde zum Oberbürgermeister gewählt. Er war nicht nur persönlich Drogenkonsument, sondern auch aktiv in die Drogenszene verwickelt. Personen seiner Umgebung waren mit den Ereignissen, die ich jetzt schildere und die am Anfang der 90er Jahre liegen, tätig. Ich muss da einen Herrn Josef Hattel nennen, der mittlerweile verstorben ist, wie im Übrigen einige Personen aus diesem Milieu unter mysteriösen Umständen verstorben sind. Der Oberbürgermeister hatte einen Dienst-Mercedes. Und mit diesem Dienst-Mercedes ist sein Fahrer Günther Schmidt, mittlerweile auch verstorben, auf den Balkan gefahren. Damals gab es dort kriegerische Ereignisse. Und wie meine Recherchen ergeben haben, sind die Fahrten so organisiert gewesen, dass er auf der Hinfahrt Waffen in den Balkan geschafft hat und auf der Rückfahrt Drogen mitgebracht hat. Dadurch ist der Dienst-Mercedes stark in Anspruch genommen gewesen. Als der Oberbürgermeister im Stadtrat einen neuen Dienstwagen beantragt hat, meldete sich der Fraktionsvorsitzende der Grünen zu Wort und sagte: Wir haben dir doch erst vor 3 Jahren einen neuen Mercedes gekauft. Und der Oberbürgermeister gab zur Antwort: Ja, der hat mittlerweile 300.000 Kilometer drauf und muss erneuert werden. Man kann sich also vorstellen, dass ein Oberbürgermeister, der mit seinem Dienst-Mercedes zwischen seinem Haus und dem Rathaus in der Stadtmitte hin und her gefahren wird und vielleicht einmal im Monat auf ein Ministerium nach München fahren muss, nicht 300.000 Kilometer in 3 Jahren zusammenbringt. Aber bei derartigen Kurierfahrten in den Balkan kommen schon einige Kilometer zusammen. In diesem Milieu ist der Josef Hattel tätig gewesen. Der Josef Hattel war ein Zeitsoldat der Bundeswehr, der nicht in der
Stellung eines Berufssoldaten übernommen wurde und der dann sozusagen in einem halbmilitärischen Bereich in Erscheinung getreten ist. Man hat ihn immer irgendwo eingesetzt, wo man jemanden brauchte, und dazu gehörte es eben, die Waffen zu beschaffen, die man in den Balkan geschafft hat. Und dabei hat der Josef Hartl den Matthias Frey, den er in einer Berufstätigkeit, wo sie beide als Mechaniker tätig waren, kennengelernt hatte, mitgenommen. Der Matthias Frey fand das interessant, was der Josef Hartl machte, und er hielt ihn für einen Waffennarr, der also für sich und auf eigene Rechnung diese Waffen beschafft hat. In Wirklichkeit war es so gewesen, dass er diese Waffen im Ausland, in Frankreich und in der Schweiz, angekauft hat, und die schaffte er dann in eine mechanische Fabrik in der fränkischen Schweiz, und dort wurden die Waffen zu halbautomatischen oder automatischen Waffen umgebaut, also zu Kriegswaffen aufgerüstet. Und diese Waffen hat dann der Chauffeur, der Günther Schmidt, nach dem Balkan geschafft. Und auf einer dieser Reisen im Frühjahr 1993, war der Matthias Frey dabei. Die beiden fuhren nach Frankreich und wechselten dann in die Schweiz über, in den Kanton Solothurn. Und zu diesem Zeitpunkt, nämlich im Frühjahr 1983, hat der Waffenhändler Luxig aus dem Kanton Solothurn im Schweizer Waffenmagazin eine Cesca mit Schalldämpfer angeboten, die aus einer Sonderserie stammte. Diese Sonderserie bestand nur aus 24 Exemplaren. Und diese 24 Exemplare sind seinerzeit für den Stasi hergestellt worden und sollten also dem Geheimdienst dienen, indem sie für den Dienstgebrauch des Geheimdienstes, sage ich mal in Anführungszeichen, mit einem Schalldämpfer ausgerüstet gewesen sind. Verstehen wir richtig, für die Stasi der damaligen DDR? Ja, vor 1990. Gut. Und man muss sich jetzt dann fragen, wozu braucht ein Geheimdienst eine besondere Waffe, die also schallgedämpft ist? Und man kann sich daraus als Antwort nur geben, für politische Morde, die in dem Moment, in dem sie stattfinden, nicht durch einen besonderen Explosionsknall auffallen sollen. Der Luxig hatte diese Waffen erworben, diese Serie, die dann also der Stasi offensichtlich nicht mehr abgenommen hatte, weil eben dann der Zusammenbruch der DDR und die Zusammenführung der beiden Staaten stattgefunden hatte. Und der Schalldämpfer ist also nach den Vorstellungen, die der Herr Luxig hatte und die er von seinem möglichen Kundenkreis hatte, nicht ausreichend gewesen. Das Problem bestand darin, dass es sich um einen Schalldämpfer handelte, der aufgeschraubt werden musste. Und man war in diesen Kreisen der Auffassung, dass das zu umständlich ist und zu lange dauert, wenn die Waffe plötzlich eingesetzt worden ist. Und es gab einen Waffenbauunternehmer,
Bastler oder Waffenmonteur, möchte ich sagen, im Kanton Solothurn, der diese Waffe umgebaut hat, sodass der Schalldämpfer als Bajonett mit einem Bajonettverschluss von einem Moment zum anderen aufgesteckt werden konnte. Diese Waffe hat der Josef Hattl gekauft und in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Und diese Waffe ist in dem elterlichen, bäuerlichen Anwesen des Josef Hattl unter einem Heuhaufen zusammen mit zahlreichen anderen Waffen von ihm versteckt worden. Dieser Heuhaufen ist später in einem Verfahren von der Polizei umgekrempelt worden. Es wurden die Waffen ans Tageslicht gezogen und es sind diese Waffen abtransportiert worden und dabei auch diese Cesca. Die Polizei hat keinerlei Protokoll über diese Waffen, die sie da abtransportiert, gemacht. Es handelte sich um die Nürnberger Polizei und nach der Überzeugung des Vaters des Matthias Frey und auch nach dem Ergebnis der Recherchen, die ich dazu angestellt habe, ist davon auszugehen, dass die Waffe dann in dem Verfügungsbereich der Nürnberger Polizei gekommen ist und von dort in den Verfügungsbereich der Dreiergruppe Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe unter Umständen, auf die ich dann im Zusammenhang mit einem anderen Verfahren eingehen möchte. Ich wollte hier nur diese Vorgänge schildern und erklären, in welchem Zusammenhang der Matthias Frey gewesen ist, sodass er dann später sozusagen als Ersatzmörder in das Verfahren eingeführt worden ist, wo man einen Ersatzmörder gebraucht hat. Heißt also auch, die oberste Politik, ob Nürnberg, ob Land, sei mal dahingestellt, hat die Finger drin gehabt, um den Vollstrecker, in dem Fall die Polizei, die Waffen aufzusammeln und die Durchsuchung zu starten. Ja. Das heißt, die Anweisung kam von ganz oben. Ich weiß es nicht, wer diese Anweisung gegeben hat. Ich kann aber dann die Sachzusammenhänge des Verfahrens schildern und es drängt sich dann dieser Schluss auf. Danke. Jetzt zu dem Schicksal des Matthias Frey. Es gibt also dann im Bamberger Bereich auf der einen Seite die Drogenszene und auf der anderen Seite die Waffenszene. Und auf der Drogenszene war es so gewesen, dass es eine sozusagen Expedition von Herren, die Inhaber von Diskotheken gewesen sind, nach Polen gegeben hat. Und man hat aus Polen dreierlei Dinge mitgebracht. Und zwar zum einen Betäubungsmittel und zwar diese modernen Crystal und diese Stoffe, weil das frühere, was also zu meiner Zeit, als ich noch als Richter in diesem Bereich tätig gewesen bin und von Bedeutung war, also die Heroinsachen im Verhältnis zu etwas zurückgetreten sind. Es wurde also Crystal beschafft, es wurden K.O.-Tropfen beschafft und es wurden die Pille danach beschafft.